Hallo meine Lieben zu einer neuen Rezension. Heute gibt es die Rezension zu Sebastian Fitzek, der Seelenbrecher. Aus dem Welpen Verlag habe ich es jetzt hier. Was es gekostet hat, kann ich euch nicht sagen, denn ich habe es bei Rebuy bestellt. Und es hat, jetzt muss ich wieder gucken, ich habe es gerade noch gewusst, jetzt weiß ich schon wieder nicht mehr. Mit der sehr langen Danksagung hat das Buch 320 Seiten. Und es wurde mir von mehreren Leuten empfohlen, nachdem mich der Nachtwandler so enttäuscht hat, haben viele gesagt, der Seelenbrecher ist so toll und klasse und spitze. Und dann habe ich mir den Rückentext durchgelesen und dann dachte ich mir so, ja, das könnte was sein und mal gucken. Und was soll ich sagen? Nein, ich werde mit Fitzek nicht warm. Auch dieses Buch war wieder durchaus spannend. Das möchte ich jetzt nicht sagen, dass es nicht spannend war. Der Nachtwandler war auch spannend. Aber für mich einfach zu wirr, zu konfus, zu undurchsichtig, zu, ja, einfach, ich war bei diesem Buch wieder da gesessen, hatte nur Fragezeichen im Kopf. Die Rezension zu der Nachtwandler, den werde ich euch mal in die Infobox verlinken, könnt ihr euch gerne mal angucken. Ein Video habe ich dazu nicht gedreht, aber eine schriftliche Rezension, wie gesagt, die werde ich euch verlinken in der Infobox, könnt ihr mal vorbeigucken und mal lesen, was ich da so von halte. Und ja, und der Seelenbrecher, wie gesagt, es ist spannend, ich möchte da auch von niemandem irgendwie was Schlechtes darüber sagen, aber ich werde mit diesem Autor einfach nicht warm, auch wenn ich ihn persönlich wahnsinnig sympathisch finde. Aber mit seinen Büchern, ich werde nicht warm. Ich habe ja zuerst Das Kind gelesen, was ich eigentlich gar nicht so schlecht fand. Also das fand ich nicht ganz so verwirrend. Aber dann Der Nachtwandler war für mich ganz, ganz konfus. Also da bin ich ja überhaupt nicht klar gekommen. Also da war ich ja auch an der letzten Seite, als ich das Buch zugeschlagen habe, ja immer noch mit Fragezeichen im Kopf da gesessen. Und konnte mir überhaupt keinen Reim darauf machen. Und sowas lässt mich dann auch wahnsinnig genervt zurück, muss ich ja immer wieder sagen. Also so, wenn ich ein Buch also absolut nicht durchsteige, das befriedigt mich dann auch nicht. Da denke ich mir dann, ich habe das Buch umsonst gelesen und die Zeit dafür geopfert. Und so war es leider halt auch bei diesem Buch. Ich denke, über den Inhalt werde ich nicht mehr so sehr viel sagen müssen. Der wird euch allen ein Begriff sein. Es ist ja jetzt auch kein altes, neues Buch mehr. Ich glaube, ja, 2008, also über den Inhalt brauche ich nicht mehr so sehr viel sagen. Es klang spannend, ich habe mich da auch sehr drauf gefreut, habe es ja auch relativ schnell gelesen, also es ist ja nicht so, als hätte ich da jetzt 8 Jahre dran gelesen, ich habe es ja auch schnell gelesen, weil ich einfach gehofft habe, dass sich zum Ende hin vielleicht noch auflöst und sich für mich das alles so klärt. Ja, aber leider, leider nicht. Also von dem her, Sebastian Fitzek und ich, wir werden, glaube ich, keine Freunde mehr. Und ich denke, ich lasse es jetzt auch dabei und habe jetzt einfach die 3 Bücher gelesen, die ich alle 3 nicht so prickelnd fand. Wie gesagt, auch dieses Buch, da meine ich, dass ich eine Rezension auch geschrieben habe. Habe ich? Ich glaube, ich werde sie euch in die Infobox verlinken, wenn ich eine geschrieben habe. Und ich habe dem Buch, glaube ich, 2,5 Sterne gegeben, also auch wieder eher mittleres bis eher unteres Segment. Also von dem her, es hat mich nicht so gepackt, wie ich es mir gewünscht hätte. Nichtsdestotrotz hoffe ich, dass ich euch mit dieser Rezension weiterhelfen konnte. Vielleicht habt ihr das Buch gelesen, vielleicht habt ihr eine ganz andere Meinung oder vielleicht seid ihr derselben Meinung. Ich würde mich über Kommentare sehr, sehr freuen und wünsche euch jetzt einen wunderschönen Tag und bis die Tage. Tschüss!